Ja, moin, ich bin Kai von Kai's Angelshop und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Lieblingsvorfächer fürs Brandungsangeln binde. Heute präsentiere ich euch meinen Weitwurf-Durchlauf-Nachläufer-Vorfach. Worauf ich immer achte bei meinen Vorfächern ist, dass ich ein vernünftiges, hochwertiges Material nehme, weil meine Vorfächer sollen lange halten. Und ich möchte da auch anständig mit angeln können, ohne dass ich da am Wasser viel Ärger mit habe. Deswegen achte ich immer darauf, dass es vernünftig ist, ein haltbares Material und dass ich da lange was von habe. Wir starten jetzt einmal mit meinem Lieblingsvorfach. Ich habe immer so meine Boxen vorbereitet, dass ich alles in einer Box drin habe. Es geht um dieses Vorfach hier. Das ist ein Einzelhakenvorfach, so ein Weitwurfvorfach als Nachläufer. Das heißt, der Haken läuft hinter dem Blei her beim Fischen. Aber wenn es nicht fertig ist, dann werdet ihr sehen, wie das aussieht. Als Hauptschnur für dieses Vorfach, also für die Schnur in der Mitte, verwende ich immer eine 70er Schnur. Die Schnur muss so stark sein, damit sich das nicht so schnell vertüdelt, damit es beim Wurf mit den schweren Bleien und leistungsstarken Ruten nicht abreißt. Und man befestigt einige Dinge darauf, man macht ein paar Knoten rein und sowas. Damit das anständig hält, müssen wir diese starke Schnur nehmen. Also, ich nehme ungefähr hier so eine Armlänge Schnur. Das wird jetzt ein Vorfach, wo das nicht auf jeden Millimeter drauf ankommt, sondern das ist ein Vorfach, was man einfach schnell binden kann. Oben als Einhängepunkt nutze ich immer so eine Tönnchenwirbel. Das sind die Einhängepunkte nachher, wo das Vorfach in die Hauptschnur eingehängt wird. Die kann man schnell wechseln, die Vorfächer nachher. Die dicke Schnur durchstecken, das Tönnchen festhalten, fünfmal rumwickeln. Und wieder zurückschieben. Einmal ein bisschen anfeuchten und schön gleichmäßig stramm ziehen. Wir zeigen. Und schon klappt das. Eigentlich in den Stamm gezogen. Das überflüssige Schnurstückchen ein bisschen abschneiden. So ungefähr 2 mm stehen lassen. Das ist der Einhängepunkt jetzt. Für die Hauptschnur, danach, es gibt diese Reli-Clips, das ist der Punkt, wo der Haken hier eingehängt wird. Die sind so alle zusammengepackt, da bricht man sich ein so Ding ab. So sehen sie original verpackt aus. Auf diesem Stückchen Schlauch schneidet man sich so kurze Stücke ab. Ich habe schon alles vorbereitet. Da müssen wir darauf achten, dass wir den richtig rum aufziehen. Das heißt, die Hakenspitze hier muss nach oben zeigen, damit ich den Haken hier anständig einhängen kann. Da sind so Löcher drin. Einmal durch. Und den zum Fixieren hinterher schieben. Da muss der anständig reingesteckt werden. So, jetzt haben wir den auf der Schnur drauf. Er würde jetzt aber bei ordentlich Zug auf der Schnur hoch und runter rutschen. Das möchte ich eigentlich verhindern. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das abzustoppen. Ich habe die Möglichkeit, eine Klemmhülse raufzuklemmen, bis wohin er rutschen darf. Ich habe die Möglichkeit, einen Knoten da reinzumachen. Ich mache es jetzt mal mit einem sogenannten Coil Crimp. Das sind solche Dinger. Das ist so eine Drahtspirale und so kleine Perlen. Da kleben wir uns erstmal eine von den kleinen Perlen auf die Schnur rauf. Knipsen uns hier von diesem Draht so einen Zentimeter ungefähr ab. Und dieser Draht passt hervorragend auf diese 70er Schnur. Deswegen passt das auch alles so perfekt mit der Schnurstärke. Und der wird jetzt da reingedreht. Der Vorteil ist bei diesen Stoppern, dass die Schnur nicht beschädigt wird und dass ich ihn nach oben und unten versetzen kann, indem ich wieder ausdrehe, wieder eindrehe. Der ist also sehr genau einzustellen. Eine Richtung. Ich setze die Schnur immer mittig ein und drehe dann in beide Richtungen ein bisschen auf. So, und dann ist er drauf.
Und da stoppt er jetzt ab. Jetzt brauche ich zwei von diesen leicht größeren Perlen und so einen Bleianhänger. Da wird nicht das Blei reingehängt. Und damit die sich der frei bewegen kann auf der Schnur und nicht irgendwo hinter irgendwelchen Stoppern und Knoten hängen bleibt, kommt davor und dahinter so eine Perle. Ich bin einfach nur raufgeschoben, so läuft das dann frei rauf. Das andere Ende ist die Seite, wo auch das Hakenvorfach reinkommt, also die Mundschnur. Da nehmen wir auch wieder so ein Törnchenwirbel. Dieses Mal ein bisschen kleiner. Auch anbinden. Anfeuchten. Flüssige Ende Schnur wieder abschneiden. So, das wäre jetzt die Mittelschnur von dem ganzen Vorfach. Die kann man je nach Bedarf länger oder kürzer machen, je nachdem, ob ich längere Vorfächer oder kürzere Vorfächer haben möchte. So, jetzt benötigen wir die Schnur, genau, für den Haken. Das ist so eine sogenannte Free Memory Schnur, die ist jetzt so ganz normal von der Spule. Ich sehe, wie die Schnüre alle so sind, ein bisschen aufgetüdelt. Hat einen leichten Drall drin. Wenn ich sie einmal ordentlich stramm ziehe, hängt sie schön gerade. So, die binde ich an das andere Ende des Zündchen an. Wieder abschneiden. So, und jetzt messe ich mir schon gleich aus, wie viel ich denn von dieser Schnur haben muss. Irgendwo muss ich den Haken heranbinden. Das wirst du hier gleich sehen. Weil das Blei, das rutscht bis an diese Stelle hier heran. Und an das Ende kommt hier der Haken ran. Und die Schnur, die kann ruhig ein bisschen dünner sein, damit das nicht ganz so steif liegt. Und wenn wir jetzt hier unseren Blei mal simulieren und der Haken soll hier oben in den Clip eingehängt werden, müssen wir hier ein bisschen Luft lassen, damit er auch schön auf Zug näher hängt. Den ziehe ich die Schnur einfach hier hoch bis zu meinem Clip. Da wird der Haken hier noch angebunden, den rechne ich ein bisschen ab, da schneide ich ihn ab und dann sollte das passen. Dann bauen wir uns noch einen kleinen Abstandshalter aus so einem Stückchen Silikonschlauch. Einfach raufschieben. Deswegen ist die Zündchen auch nicht ganz so groß, weil wir den darüber schieben. So, jetzt haben wir einen Abstandshalter. Als nächstes benötigen wir einen Stopper für unsere Lockperle. Dann nehmen wir so ein kleines Stückchen Neoprenschlauch. Sieht original so aus. Da schneiden wir uns mal so kleine, ca. 2 mm Stücke, müssen das ungefähr sein. Schneiden wir uns ab und die fädeln wir als Stopper auf. Das heißt, einmal durch, ein Looping und noch einmal durch. Dass das so aussieht. Dann stramm ziehen und es bildet sich ein Knoten in dem Neoprenschlauch, den ich hoch und runter schieben kann. Und somit habe ich einen Stopper auf der Schnur. Dann fädeln wir eine beliebige Lockperle rauf. Ich angle mit gelben. Dann mache ich immer noch so eine kleine Pailletten drauf. Dinge. Und zwar haben die den Vorteil, dass wenn ich die Würmer über den Hakenschenkel rüberschiebe, dass sie nicht so schnell über die Perle rutschen. Und die stoppen den Wurm dann auch so ein bisschen davor, damit das alles so anständig zusammen ist.
Jetzt benötigen wir einen Haken. Weil die Geschichte muss immer einen Haken haben. Ich verwende gerne so einen langschenkligen Haken. Hakengröße 1. Ist immer sehr vielseitig einzusetzen. Wenn da auch mal einer rauskommen würde hier. So. So, Öhrhaken. Lassen sich immer gut anbinden. Einfach Schnur das Öhr durch und wie die Törnchen auch anbinden. Ja, mal staubig nach oben schieben, damit ich besser binden kann. So, beim Haken stramm ziehen. Wir wollen uns ja nicht selbst das Ding nicht in die Finger pieken. Habe ich die Möglichkeit, den Haken so festzuhalten und stramm zu ziehen? Dann kriege ich höchstens einen Kratzer von dem Widerhaken auf dem Finger. Weil wenn ich ihn so festhalte oder wie auch immer, dann habe ich immer die Gefahr, dass ich mir die Finger rums. Oder ich nehme einfach irgend so ein Gerät. Ich nehme die immer ganz gerne, hänge den Haken da ein. Halte ich hier so ein bisschen gegen, damit der Haken sich nicht aufbiegen kann. Und dann kann ich ihn eigentlich schon nicht stramm ziehen. So, wunderbar. Hier lasse ich jetzt ein bisschen mehr Schnur stehen. So ein Ende ungefähr. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt die Würmer auf die Haken raufschiebe, ich schiebe den Wurm bis auf die Schnur rauf, ist dieser kleine Schnurabschnitt hier wie so ein Widerhaken, der den Wurm hält, dass der Wurm nicht so schnell runterrutschen kann. Dadurch hält der Wurm halt besser auf dem Haken. Und dann die Perlen wieder vor den Wurm schieben. Jetzt können wir erstmal gucken, ob die Länge stimmt. Und zwar, wenn wir den Haken jetzt hier oben einhängen, der hier anschlägt mit seinem Haken. So, und hier hinten kommt das Blei rein. Jetzt kann ich so werfen und wunderbar. Als Bleie kann ich verschiedene Bleie wählen. Ich kann ganz normale Bleie nehmen. Was heißt normal Blei? Ich habe hier einige rumliegen. Hier solche Dinge. Oder auch Krallenbleie. Leuchtende Bleie. Gibt es in allen möglichen Variationen. Ein bisschen gelb leuchtend, ein bisschen grün leuchtend, ein bisschen weiß leuchtend. Ich nehme mal so ein Ding, hänge das einfach hier rein. Dafür sind die Anhängeklips immer ganz gut fürs schnelle Bleiwechseln. Ich kriege sie auch schnell wieder raus. Die halten wunderbar. So sieht das Ganze aus. Ist jetzt ein bisschen lange Version geworden. Heißt also, würde ich eher für ruhigeres Wetter nehmen. Beim Werfen habe ich jetzt den Vorteil, ich kann das Blei am Strand ablegen. Ich klappe mal zu. Ich kann jetzt werfen, ohne dass der Haken irgendwo im Sand oder zwischen dem Seegras liegt. Ich kann natürlich werfen. Beim Aufprall auf dem Wasser löst sich das ganze System. Und ich habe jetzt ein Laufbleisystem auf dem Grund liegen. Das heißt, ich habe eine gute Bisserkennung, weil er halt hier einfach durchziehen kann. So, und so schnell haben wir unsere Vorfahrt fertig gebaut. Erfahrungsgemäß fängt es auch gut Fische. Das ganze Zubehör zum Vorfänger binden könnt ihr natürlich gerne bei uns im Laden kaufen. Das haben wir vorrätig. Wir haben von Gimini, von Brigive und anderen Herstellern das entsprechende Material da. Traut euch, eure Vorfänger selber zu binden. Es ist gar nicht schwer. Mit vernünftigen Materialien ist es auch schnell gemacht. Man hat länger was von seinen Vorfächern. Man kann erfolgreich damit angeln. Und so einen Vorfach zu bauen, ist kein Hexenwerk. Ist schnell gemacht. Ist erfolgreich, fängt gut Fische und ist wirklich schnell und einfach gebunden. Das kriegt ihr schon hin. Viel Spaß beim Binden. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns im Laden mal besuchen kommt. Wir beraten euch gern, was ihr da an Zubehör braucht. Viel Spaß und viel Petrelheit am Wasser. Daumen hoch und abonnieren.